Herzlich willkommen zurück zu CRPG Ralph X Part des Three Getters zu Super Mario Galaxy. Wie viel der Part eigentlich? Ich glaube schon der siebte. Wartet mal kurz, wenn das jetzt der 23. ist. Und von 23. Ach, ich will das jetzt nicht ausrechnen. Auf jeden Fall entschuldigt den Fail vom letzten Mal. Also erstmal gucke ich mal kurz, ob Luca wirklich die Kokor-Asteroid Galaxie gemacht hat. Wenn ja, dann ist er mein Engel. Mein Schutzengel. Er hat ihn. Wundervoll. So. Und schön, dass wir hier rauskommen. So, dieses Mal wird nichts Abnormales gemacht, sondern absolut was ganz Normales. Normale Sachen halt. Ich habe auch wieder gehört, dass Luca wieder 3 Sterne gesammelt hat. Oh mein Gott. Also es liegt anscheinend einfach in seiner Natur. In seiner Limonade. Lalalala. Und ich versuche, ich bin wieder so wagemutig und mache wieder einen Luma. Ich mache eigentlich alle Lumas praktisch. Nur bisher einen mit Erfolg. 600 braucht er. Aber ich zeige schon mal einiges ein. Wir brauchen noch 17 Sterne bis zum Finale. Aber mal gucken, was wir hier rein. Ja, einen behalte ich als Glück. Als Glückscent. Aber Glücks. Oh, Risikokomet. Ich weiß, was halt ist. Aber da muss mal jeder durch. Luca hat da den Main gemacht, deswegen muss ich jetzt die abveränderte Version machen, was ja angeblich einer der schwierigsten Endbosse ist, die es jemals gab. Risikokomet Weltallschutt, beziehungsweise ja, es ist halt dieser Geisterboss mal wieder. Nur mit einem einzigen Leben. Und es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, da wird erwähnt, dass dieser Boss tatsächlich der schwierigste Boss oder einer der schwierigsten Bosse gibt, die es jemals gab. Dabei ist er doch so langsam. Ja, ich behaupte nicht, dass er einfach wäre. Aber ja, wenigstens versuchen mal wieder einen Stern zu schaffen, nachdem es letztes Mal ein absolutes Desaster gab. Und das war mal wieder ganz toll. Wie schade. Finde ich auch. Noch einmal. Man muss halt ganz gezielt aufpassen. Ach, mein Gott, wieso kann man diese Sequenz nicht überspringen? Da habe ich schon längst bei Lukas Park gesehen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. So, ich versuche mal nicht zu reden. Das ist vielleicht ganz gut. Beide nehmen. Oh Mann! Aber wieder so lange hier seit dem Fail Part. Ich den, und wenn der sitzt, dann. Ja, dann habe ich es geschafft. Jetzt muss nur noch einer sitzen, dann beginnt leider die zweite Phase. Weil das gibt es nämlich auch. Oh mein Gott, er hat getroffen. Und Erik muss halt in die Röhre schauen, denn er darf nicht diesen Kampf erleben. Es sei denn, ich fail jetzt. Langsam Faust. Genau das ist es. Seine Attacken sind halt sehr zeitaufwendig. Man kann auch die Hände zerstören, aber das kann auch Luca alles gesagt. Beziehungsweise, er ist halt nicht so sonderlich genau. Und man kann ja auch perfekt sehen, wo die Hände drauf gehen wegen dem Schatten. Aber das ist auch nämlich auch wieder so ein besonderes Merkmal dieses Spiels. Und ja, dass ich die Hand zerstöre, das ist natürlich absolut blöd. Ah,
anfühlt. Ich habe nur so halt, dass jemand ins Zimmer reingeht, weil schon der erste Part, den Luca aufgenommen hat, der wird auch, wenn ich sein Video bestehe, aus drei Teilen. Ha, gleich zweimal los jetzt, brauche ich viel Glück und dann habe ich es geschafft. Das wäre so toll, aber dann muss ich ja nochmal das Ding machen. Das mit dem typischen. Yes! So jetzt! Jetzt aber! Jetzt bist du dran! Jetzt musst du dran glauben! Ich muss auch einige zerstören, weil das sonst wird mir zu viel. Yes! Yes! Ha! Kein Fail-Part und gleich einen der schwierigsten Sterne des Spiels geschafft, aber jetzt mal ehrlich, Leute, das habt ihr doch von mir erwartet. So was Gilliges. Her damit! Ich halte die rote Wii-Fernbedienung in der Hand. Wie ein Mann. Wie ein Mann. How? Like a man. Like a boss. Was weiß ich. So. Jetzt ist mir auch komplett egal, ob ich jetzt versage, aber es wäre schon schön, wenn jetzt noch ein Stern kommen würde. Einfach mal zu sagen. So, ich lasse mich. Ich gehe durch, aber hier haben wir eigentlich alles gemacht. Blaster Galaxy. Einfach mal hier gucken. Abschlussprüfung, Schwimmklasse, wir verdienen uns jetzt unser Schwimmabitur. So, jetzt bin ich auch wieder gut gelaunt mit dem tollen Stern in der Rückhand. Und ich will mal ein bisschen mit unserem guten Freund, dem Coach, sprechen. Ja, natürlich, ich leg die Abschlussprüfung ab. Ja, das besteht daran, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. Ein goldener Panzer also. Nur, das Problem ist, ich habe leider nicht den Exkurs für Schwimmen gemacht. Und das soll hier also irgendwo einfach so rumliegen und sagen, hier bin ich. Ach, da ist er. Da ist der Kerl mit seinem goldenen Panzer. Ey, kann ich eigentlich nochmal hochschwimmen? Kann ich den Panzer bekommen? Oh, Mann, immer die falsche Taste. Oh, das hätte der machen sollen, der das Tutorial gemacht hat. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war wieder Luca. Yes, ich hab ihn. Los, hoch. Zum Glück unsichtbare Wand. Und ich war so froh, eine unsichtbare Wand zu treffen. Ja, Regenbogen, Surfing. Das war jetzt unnötig, dass ich das gesagt habe, aber. Ja. Hier hasch. Ja, ich hätte das nie gedacht. So. Und als Goldmedaille verschwindet er natürlich einen Stern. Oh mein Gott, heute sind wir gut. Wenn ich jetzt noch einen Stern schaffe, dann bin ich wirklich. Dann bin ich Ultimate. Dann habe ich zwar nicht meine Schuld gut gemacht, die ich im letzten. Ja, ich habe gedacht, der will jetzt den Panzer, aber egal. Ich habe eben zwei goldene Gegenstände, aber nur dieser Stern zählt. So. Mein Gott, heute sind wir so richtig erfolgreich. Also wenn jetzt doch Erik drei Sterne macht, was ja wirklich eine Sensation wäre, weil er hatte, glaube ich, noch nie ein paar mit drei Sternen. Dann hätten wir in dieser Runde einen Erfolg gehabt.
Also gut, dann würde ich mal sagen, da uns diese Galaxie so viel Glück gebracht hat, gehen wir da nochmal rein und ich weiß ganz genau, was als nächstes kommt. Ich habe so eine kleine, bösartige Vermutung. Das Rätsel der Strudelhöhle. Und zwar das Ding, das da oben schwebt. Es ist diese Sphäre. Sie kommt auch in Super Mario Galaxy 2 in der Spezialwelt vor. Und hier müssen wir uns wieder einen Panzer beschaffen. Ja, aber ich muss ja noch meinen dritten Stern machen. Das kann gut sein, dass ich daran scheitern werde, aber nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Das kann schon sein, es könnte sein, muss aber nicht. Es muss nicht unbedingt. Und jetzt liegen hier auch überall Panzer rum in mir. Okay, los geht's. Und ich schleudere nicht den. Ach so, einfach so. Aha. Hab dafür zwar einen Schaden gemacht, aber ist mir jetzt im Prinzip auch egal. Komm, schwimm, 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 schwimm. Komm, los, hopp, hopp, los! Gut, so. Gut. Hier. Ledermaus, okay. Sieht aus wie ein Zelda-Dungeon, erinnert mich jetzt gerade dran. Und dass wir hier kein Schwert haben. So. Ich will raus hier. So. Jetzt mit Hilfe des Wasserhochdrucks kommen wir hier hin. So. Ich glaube, hier gibt es sogar einen Kometen, der bewirkt, dass hier alles schneller wird. So ein praktisches Speedhack. Doch, lass mich schon durch. Lass mich schon durch. Komm. Bruder. Wir sind doch alle irgendwie miteinander verbunden. Da muss man schon Geo. Da muss man schon geologisch denken. Kann ich nicht irgendwie die Kamera drehen? Was natürlich bei Mario Jumping Runs das größte Problem ist. Aber hier, bei dem Speed eigentlich, kann ich mich nicht beschweren. Ach komm, ich nehme mich jetzt. Nein! Vorsicht, nicht runterfallen. Ist doch alles cool, wenn er sich jetzt umgedreht hätte. Ich hätte geflucht. So. Schade, dass sich die Kamera nicht ändert, aber das ist natürlich mal wieder vom Spiel so beabsichtigt. Ich hoffe, ich gehe auch den richtigen Weg lang. So. Ich hoffe, ich schätze richtig. Das müsste aber so. Ach so. Mein Gott. Ein Feld zu früh. So. Hi. So, fall runter. Dann kann ich durch. Und da haben wir unseren dritten Stern für den heutigen Part. Oh
mein Gott, du bist so gut. Oh mein Gott, du bist so gut. Oh mein Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Oh yeah. Oh Mann. Welt, leuchte mir nicht in den Weg. Aber die Erleuchtung, die habe ich jetzt verdient durch meine 3 Sterne. So. Jetzt hoffentlich wird das Glück auch Erik erleuchten. Oder halt, dass Erik auch mal 3 Sterne bekommt, weil das hat er sich jetzt wirklich verdient nach so vielen Fail-Parts. Auf jeden Fall wünsche ich ihm viel Glück und auch Luca in seinem nächsten Part. Er kann sich jetzt erstmal noch eine Runde ausruhen. Und ich bin sehr froh, dass ich nach meinem Fail-Part wieder 3 Sterne geschafft habe. Und im nächsten Part sehe ich da hoffentlich schon eine 50 beim Sternzähler. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.